An dieser Stelle darf ich alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, trotzdem herzlich willkommen zu heißen unseren Bürgermeister Helmut Wenzel. Danke sehr. Und unsere Aufsichtsratsvorsitzende, Frau Magitta Martin. Herzlich willkommen, Magitta. Die Stadtverordnetenvorsitzende, Frau Blüher, ist da drüben versteckt. Herzlich willkommen. Ja, dann viele Vertreter der Presse, die Anwohner und auch hiesige Firmen. Herzlich willkommen. Und des Weiteren ist natürlich vertreten der Gewinner unseres Wettbewerbs für das Giebelbild, der Herr Sebastian Franzka. Sebastian, da hinten sitzt er. Herzlich willkommen. Mit dem Umfeld, was nicht unbedingt nur durch unser Gebäude bestand und Bewohner hervorgerufen wurde, sondern sicherlich zum größten Teil durch die Gebäude, die nun nicht mehr hier stehen. Und mit dem Abriss dieser Gebäude hat sich natürlich auch grundlegend der Charakter des Viertels geändert, was die ruhige Lage und einige andere Dinge betrifft. Und es war für uns der Anlass, den Vorschlag zu machen als Vorstand, diesen Gebäudebestand aufzuwerten, mit dem Aufsichtsrat diskutiert. Und ja, das Ergebnis sehen wir in Jahresscheiben, alles realisiert, die Fassade und andere Dinge. Über eine halbe Million haben wir dafür ausgegeben, einschließlich des neuen Weges für Fußgänger, Radfahrer, der Bepflanzung und ähnlichem mehr. Leuchtende Farben, wir haben uns etwas mehr Mut gezeigt als vor 15, 20 Jahren. Herr Franzka, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Ihr Bild der Gewinner ist. Und meine erste Frage natürlich, was ist es für ein Gefühl, sein eigenes Bild auf so einer großen Wand zu sehen? Eigentlich ist es erstmal beeindruckend, weil ein großes Bild ja auf so einer Wand immer ziemlich beeindruckend ist. Und wenn es dann auch das eigene Motiv ist, dann freut man sich noch mehr. Und ich glaube, dass das Bild ganz gut von weitem noch funktioniert. Wie sind Sie auf das Motiv gekommen? Na, ich habe mir eigentlich den schönsten Moment überlegt, den man so haben kann in so einem Viertel. Und das war immer der gewesen, eigentlich, wenn man auf so einem Balkon sitzt und von Balkon dann so in die Ferne blickt und noch Natur sehen kann. Ja, Kunst ist natürlich immer streitbar und Geschmack ist unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass sich die GWG, sage ich mal, dem Projekt in Lübbenau in Gänze anschließt, dass wir sehr viel Kunst im öffentlichen Raum verwirklichen. Sie haben ja bereits ein Bild oder einen Giebel gestaltet mit dem Engel von Dietrich Lusizi. Und jetzt hier die Aktion, sage ich mal, über einen Wettbewerb zu gestalten, bringt natürlich auch wieder bürgerschaftliches Engagement, sich einzubringen in die Stadtgestaltung. Und grundsätzlich befürworte ich das natürlich und finde es sehr schön. Und auch die Gestaltung des Wohnquartiers, sage ich mal. Wir haben in Lübbenau zwei sehr starke Wohnungsunternehmen, die sich hier einbringen in die Stadtgestaltung. Die Stadt ist ja leidvoll geprägt. Zwar sehr jung und dynamisch, sage ich mal, gerade die Neustadt mit der Industrialisierung und Aufwachsen an Wohnraum, mit dem Zuzug vieler Arbeitskräfte und dann mit der Stilllegung Kohleenergieregion natürlich wieder ein Abwärtstrend. Aber wie beide Wohnungsunternehmen mit der Stadt zusammenarbeiten, das ist, glaube ich, vorbildlich auch im ganzen Land Brandenburg, dass wir uns gemeinsame Ziele setzen und an diesem Ziel weiter konsequent arbeiten. Frau Rehbein, Sie sind ja auch Mitglied im Aufsichtsrat der GWG. Meine erste Frage an Sie, was halten Sie eigentlich von der ganzen Aktion einer Giebelbildgestaltung? Es ist scheinbar ein neues Element der heutigen Zeit und wir sehen ja schon einige geschmückte Giebel hier in Lübbenau. Mir gefällt das. Es sieht immer besser aus als, sag ich mal, schnöde Farbe. Und wenn es noch ein bisschen peppig ist, so wie das Bild hier im Hintergrund, dann gefällt es mir noch besser. Ansonsten hat sich wirklich viel getan hier. Ich gebe zu, ich bin auch eine derjenigen, die sich gerne für etwas einsetzt im Wohngebiet. Ich habe also jährlich, machen wir jetzt unsere Verschönerungsaktion. Wir überlassen nicht alles nur den Firmen der GWG, sondern wir machen zum Frühjahrsputz hier in Lübbenau immer mit. Und da gibt es eine ganz stattliche Anzahl unserer Leute hier im Wohngebiet, die das auch so sehen. Und ehrlich gesagt ist es auch so. Denn wenn du immer nur auf andere rumhackst und sagst, was die alles müssten, könnten und sollten, ich muss auch selber bereit sein, meinen Anteil zu leisten. Und es ist ja dann auch schön, wenn man Erfolge sieht.